Man hört mich nicht so gut in diesem Video, weil ich es auf meinem Handy aufnehme. Aber wir befinden uns, wie ihr seht, gerade nicht auf, ja, wie gesagt, Handy halt. Wir testen heute Mobile-Flugsimulatoren aus und bewerten diese dann anschließend. Und wir haben hier direkt Infinite Flight. Wir nehmen einfach mal, was nehmen wir denn für eine tolle Airline? Delta, nö. Frontier sieht doch toll. Und dann gehen, ups, und dann gehen wir over in die USA. Sagen, wir gehen einfach mal nach San Francisco. So, und dann fliegen wir. Mal gucken, wie lange es ewig dauert. So, hier sind wir. Also gucken wir uns erstmal das Cockpit an. Guten Tag. Wir haben einen Co-Piloten. Das haben wir in Microsoft Flight Simulator nicht, ne? Dann, okay, man kann auf jeden Fall keine Knöpfe anklicken, aber will man das auch unbedingt auf dem Handy? Ich glaube eher nicht. Also von den Grafiken her hält es wäre jemand Handyspiel. Immerhin funktionieren die Displays. Also, ne? Achso, habe ich schon erwähnt, wir haben 4 Simulatoren heute. Oh, abba. Okay. Auch so Flaps. Und dann starten wir mal. Ja, es ist eher robust, aber egal. Ich mache einmal einen Anflug und dann landen wir auch bei. Das ist kein Airbus-Alarm. Was denn jetzt? Overspeed oder Strömungsabriss? Entscheiden Sie sich. Das würde das Fly-by-Wire-System nicht zulassen. Nur um das einmal kurz zu erwähnen. Das Ding fliegt sich wie eine 7.5. ja, not very much. Airbus Feeling. Whopper. Okay, never mind. Oh. Whopper. Ne, das lässt sich nicht gut landen. 140 Knoten und der zieht noch so stark hoch, definitiv. Ja. Nein. 6 von 10. Ja, Infinite Flight. Ja, 7 von 10. Okay, 7 von 10 passt. Auf zum nächsten. Und herzlich willkommen zum nächsten Flugsimulator. Und zwar X-Plane. Wir gehen einfach mal Free Flight. Welches Flugzeug nehmen wir? Ich würde gerne eine 737 fliegen. Oh nein, das kostet 4,89 Euro, um ein anderes Flugzeug zu fliegen als dieses Scheiße. Okay, wir fliegen mit dem Cirrus Jet. So, einmal Räder weg und auch so. Herzlich willkommen erstmal im Cirrus Jet. Also, X-Plane habe ich des Öfteren schon mal gespielt. Hier so, also Mobile Version. Ich finde es ganz in Ordnung. Na, ja. Ich würde sagen, wir machen einmal kurz Start, Teardrop und Landung. Ja, passt. Warum ist der Trim so komisch eingestellt? Whopper. Und da haben wir unser Flugzeug. Und Räder einfahren. Whopper. Little bit unstable, you know. Oh. Rudertram brauchen wir nicht. Nee, ne? Nicht unbedingt.
The Moment of Truths. Okay. Also ich weiß nicht, ob ein bisschen hat. Ich weiß nicht, wie man Cirrus Jet fliegt und ich weiß nicht, wie der sich anfühlt, aber ich glaube, es ist relativ gut gemacht. Ich meine, das Spiel ist von einem echten Piloten, also. Ich gehe mal davon aus, dass es relativ gut ist und es ist so, also. Es ist in Ordnung. Ich bin ein bisschen hart gelandet, deswegen bounce es also, aber es ist ja realistisch. Nur das mit, das Infinite Flight gerade, das war. Ja. Okay. Ja, und, ich würde dem Ganzen eine 9 von 10 geben. Ich meine, es ist mobile, also. Es kommt nicht an MSFS ran, natürlich, glaube ich. Aber es ist schon ganz gut. Und wir gehen jetzt zu Real Flight Simulator. Herzlich willkommen zu Real Flight Simulator. Ein auch sehr gutes Spiel, mehr oder weniger, auch wenn man für alles monatlich bezahlen muss, was ich nicht machen werde. Ja, genau. So, erzähl jetzt fliegen. Wir nehmen den A23, weil das ist der einzige, ja, Jetstar Asia passt. Bird 2 garantiert passt. Und Melbourne. Das wollen wir an der Runway. Ja, passt. Und dann schauen wir mal. Also RFS habe ich auch bis jetzt ganz gute Erfahrungen mit gemacht. Und los geht's. Herzlich willkommen im A320. Wir starten. Wunderbar. Und wir haben auch direkt das Head-Up-Display vor uns kleben. Okay, ich würde jetzt vorsichtig am Yoke ziehen, auch wenn es ein Joystick ist. Pull up doch. Ach so, stimmt, ich habe einen Joystick. Das war ein Regeneffekt, ne? Der war sogar ganz gut. Gut, Räder ran. Dann fliegen wir rüber nach Hoppla. Hoppla, ne, das wollte ich nicht. Aua. Ja. Das will ich mir angucken. Vor allem das dramatische Ende. Und da kam die Landung. Einmal kurz Passagierperspektive. Ryanair Low fährt mal simpel. So. Ja, bisschen. Boom. Hätte man retten können noch. Simulator, irgendwas steht hier auf, das musste ich ja auch noch reinnehmen. Der gute alte Flight Pilot Simulator, den. Ja, ich will nicht Cessna fliegen, bitte. Mein Gerät so. Gut, ich will erstmal ins Cockpit. Gut, es gibt kein Cockpit. Das ist schon mal shitty. Erhöhe das Gas und hebe ab. That is what I have for. Ja. Ja, wie soll ich es noch geben? Wenden. Bang, ein Glück. Okay. Ich glaube, er wird so viel nicht unbedingt mit Chessner. Folge dem blauen Kontrollen. Aber ich will ganz nicht übers Wasser. Oh, so schöne Wasser gerade. Ja, okay, wir reden nicht mehr Infinite Flight. Oh. Boah, richtig tolle Stall-Physik.
Ich würde dem Ganzen eine 3 von 10 geben, es hat Flugzeuge, aber das war's dann auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bye bye.